So, erstmal grüßt euch zum nächsten Reparaturvideo von mir, vom Gausterhaus, vom Lars. Ich habe jetzt hier in Vortex 3. So, Vortex 3, was ist das? Das ist zur Steuerung eines Poolroboters, eines Reinigungsroboters, der dann rauf runter fährt und dementsprechend dort den Pool reinigen soll. So, dieses Ding habe ich bekommen. Leider von jemandem, der schon der Meinung war, rumzubasteln hier drin. Was natürlich immer sehr, sehr schwer ist, wenn man denn keine Ahnung von Elektronik hat oder vermeintlich, dass man Ahnung hat von Elektronik. So, muss ich leider mal dazu sagen, das ist auch manchmal ärgert mich das ein bisschen, aber es ist leider so. So, Fakt ist auf jeden Fall, ich habe das Ding hier repariert jetzt, dieses Netzteil, und jetzt will ich euch mal erklären, was denn hier jetzt kaputt gegangen ist. Hier vorne seht ihr einen MOSFET-Transistor. Da ist der MOSFET, ich kann euch auch gleich sagen, was das für einer ist. Das ist auf jeden Fall ein 600 Volt MOSFET. So, und der heißt P6NK60ZFP. So, der hat Schluss gehabt. Das kann vorkommen, dass die Dinger mal kaputt gehen. Das ist auch normal. Wenn der denn kaputt geht, müsst ihr immer daran denken, dass ihr auch den MOSFET-Treiber mit ersetzt. So, und der MOSFET-Treiber sitzt denn hier unten drunter. Da kann man das sehen. Da ist das kleine IC, was dafür zuständig ist. Das ist der MOSFET-Treiber. So, und in meinem Fall war das jetzt so, dass denn hier diese vier Widerstände durchgebrannt sind, weil der natürlich einen vollen Kursschluss hatte, der Bursche. So, und dann habe ich hier diese Widerstände ersetzt. Das sind jeweils SMD-Widerstände A 1,5 Ohm. Das kann man sich schon mal ganz gut merken. Dann sind hier diese Widerstände durchgebrannt, diese drei hier oben, die hier sitzen, und der hier unten. Hier unten fangen wir mal an, das ist ein 100 Ohm Widerstand. Ja, einmal SMD 100 Ohm kann man tauschen. Dann haben wir als nächstes hier einen SMD 4,3 Kiloohm, der muss mal auch mitgetauscht werden. Dann kommt als nächstes ein SMD-Widerstand von 3,9 Kiloohm, der ist mit durchgebrannt gewesen. Dann kommt als nächstes ein 100 Ohm SMD-Widerstand, der ist mit durchgebrannt gewesen. Und den MOSFET-Treiber müsst ihr bitte mit ersetzen. Der MOSFET-Treiber heißt UC3844, also 3844, BD1G. So, das ist ein PWM-Treiber, der macht eine Pulsweitenmodulation, macht der. Der treibt den hier, den MOSFET hier unten an und sorgt dafür, dass er dementsprechend schneller schaltet, langsamer schaltet oder dementsprechend mehr Spannung durchlässt und weniger Spannung durchlässt. Das sind die Sachen, warum so ein Netzteil kaputt geht. So, das kann natürlich passieren durch Überspannung, eventuell oder sonst irgendwelche Geschichten. Fakt ist auf jeden Fall, ihr braucht hier nicht viel machen, das ist das Schöne dabei. Also den tauschen, die vier Widerstände hier vorne mit ersetzen und diese vier Widerstände ersetzen plus den eigentlichen MOSFET-Treiber mit ersetzen. So, das habe ich jetzt hier fertig gemacht, das Ding habe ich repariert und nun können wir das auch gleich mal in das Gerät selber einbauen hier. So schaut das Ganze aus. Das ist hier unser Vortex 3 und dazu muss ich dann nur noch jetzt im Prinzip die Platine einmal wieder in das Gehäuse reinsetzen. Das mache ich mal eben ganz kurz fertig hier. So, dann kommt er so da rein. Dann haben wir hier Plus und Minus. Das Spannende an der ganzen Sache ist, wir umgeben uns immer mit noch mehr Technik. Ich muss dies haben zum Reinigen, das zum Reinigen haben. Und dementsprechend wird auch immer mehr kaputt gehen. Und das ist das Spannende bei der ganzen Angelegenheit, dass wir immer mehr Schäden haben werden und es immer weniger Kollegen gibt, die sowas reparieren können. So, jetzt hier noch den hier drauf. Die Leitungsverbindung zum Display-Steuerung sind noch vorhanden. Da kann man das sehen. Da habe ich noch die Leitung dran. Das ist alles, also alles noch vorhanden. Okay. Betriebsspannung gebe ich jetzt noch rauf auf den Burschen. Schalte das mal an. Und starte jetzt mal das Netzteil. So. Da hat er jetzt schon geblinkt. Damit ist er hochgefahren. Und jetzt müsste ich dann nur noch auswählen, was für Modus ich machen möchte. Diesen Reinigungsmodus oder diesen Reinigungsmodus. Ja, und der Vortex 3 funktioniert also wieder einwandfrei mit einem relativ geringen Aufwand. Das ist das Schöne dabei. Also man kann mit wenig Aufwand so ein Netzteil auch tatsächlich instand setzen, auch wenn man vielleicht nicht so viel technische Ahnung hat. Dafür habe ich das ja schon für euch vorgearbeitet. Ja, ich hoffe, ihr könnt was mit dem Video anfangen. Würde mich freuen, wenn ihr vielleicht der eine oder andere auch seinen Vortex hier reparieren kann. Die Dinger kosten tatsächlich neu, haltet euch fest, über 600 Euro. Also da kann man sich natürlich eine Menge Geld sparen und sowas auch ohne weiteres mal instand setzen.
Okay, das dazu. Lieben Gruß von mir aus dem Gausthaus. Nächstes Reparaturvideo folgt wieder. Ich bin jetzt mal wieder etwas aktiver, weil es sind spannende Fälle dabei, die ich euch eigentlich ganz gerne rüberbringen wollen, weil ihr damit auch wirklich viel, viel Geld sparen könnt, was ich auch sehr, sehr entscheidend finde. Okay, liebe Grüße aus dem Gausthaus. Alles Gute. Macht's gut. Bis dann. Ciao.